Jo, ich reagiere auf die Songs von Young Alpha auf dem Themenkanal. Ja. Ich will einfach nur wissen, ob das mit Musik halt irgendwie besser macht als mit seinen YouTube-Videos. Und ja. Wahrscheinlich werde ich auch einfach nur rumragen, weiß man nicht. Der Typ war halt Beat Producer, deshalb glaube ich halt einfach, dass der Musik halt, dass die Musik halt irgendwie mehr im Blut liegt. Ja, schauen wir mal. Also das Thumbnail, also das Albumcover, absolut scheiße. Und wie alt ist das Mädel? Die sieht aus wie 16. Also ja, man kann es nicht genau erkennen, weil sie diese Sturmmaske auf hat, aber was soll ich dazu sagen? Also das Cover spricht mich überhaupt nicht an, möchte ich nur gesagt haben. Aber reagieren wir mal auf den Song. Young Alpha. Frauen sind mein Body. In der Uhr. Eine Million auf Snapchat, mein Level ist. Den Anfang habe ich nicht ganz verstanden. Alpha. Frauen sind mein Body. Was? In der Uhr. Eine Million auf Snapchat. Frauen sind mein Body. In der Uhr. Eine Million auf Snapchat. Mein Level ist Star in der. Das hört sich auch richtig wack an, richtig nur gesagt. Ja, keine Ahnung, ich habe den Anfang überhaupt nicht verstanden. Aber keine Ahnung, so reimtechnisch. Wack. Und keine Ahnung. Also, keine Ahnung, wer hat das gemischt? Das klingt absolut schrottig. Keine Ahnung, die Mische klingt halt irgendwie zusammengewürfelt irgendwie. Keine Ahnung, da hochschrauben, da runterschrauben, dann das, da ein bisschen Autotune draufklatschen, da Adlib. Ja. Keine Ahnung, wer hat das gemacht? Okay. Trotz Corona wird es ein krasses Jahr. Freut mich für dich. Aber ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ich könnte mir da halt einfach kein Video dazu vorstellen. Keine Ahnung, stellt euch vor, der macht noch Videos da. Alter. Die Leute reden viel zu viel, zu reich für Schlägereien, ich hab zu viel zu verlieren. Als hätte man das noch nicht von irgendwem anderen gehört. Ja, aber ganz ehrlich, ich werde das gemischt. Sorry, aber ich feiere das gerade halt wirklich null. Tut mir leid, aber ist echt nicht so meins. Aber ja, er scheint damit halt wirklich gut Aufrufe, Klicks bzw. Spotify-Streams zu generieren. Der hat einen Song, ich weiß nicht mehr genau welcher Song, das ist, der hat über 300.000 Spotify, der wurde über 300.000 Mal auf Spotify gestreamt. Also wenn jeder Song so kacke ist wie Young Alpha, dann Respekt dafür. Ich glaube, Young Alpha, sowas kann. Für sowas braucht man 15 Minuten, bis das fertig ist. Der Song ist in meinen Augen gar nicht vollständig, weil das haben wir in den ersten 40 Sekunden schon gehört. What the fuck? Hey. Eins kann man Joali nicht vorwerfen. Der wird safe kein Ghostwriter haben. Weil auf solche Texte, auf sowas würde jeder kommen. Jeder Lappen wird auf sowas kommen. Im Studio und wird gerade geblockt.
laut, während die andere Sau grad reinkommt. Sie lenkt mich ab, ich komm aus dem Takt. Sie will, dass ich bei ihr einloch. Sie will, dass ich bei ihr einloch. Olli, bitte. Lass deine Sexgeschichten einfach YouTube sein oder lass es komplett bleiben, aber mach das nicht doch noch in Rap-Form. Das erinnert mich halt so krass an dieses Porno von Hustensaft-Jüngling. Boah. Ich hasse Hustensaft-Jüngling dadurch. Der hat da übrigens mit so einer Selina aufgenommen, die war damals 17. Alter, absolut grottig. Alpha Tier, ich bin das Alpha und kein Beta. Nenn mich Cäsar. In der Neuzeit, jahrelang Cashflow und nicht neureich. Das ist ja Alpha. Sorry, der Song ist halt einfach nicht vollständig. Feier ich null.